Wie ist denn eigentlich die Beziehung hier zu den hier unten? Wir sind uns reichlich egal, ne? Ich euch einen Krieg erklären würde. Oh. Oh, 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 oh. Ach, da kommt aber keiner mit. Schade. Das wäre doch was. Die sind ja gar nicht mehr mit dem Osmanischen Reich. Oh, Moment. Jetzt muss ich hier erst. Ich krieg das nicht alleine hin. Ja. Ich akzeptiere das jetzt. Die werden da wahrscheinlich eh nicht lang bestehen können. Ach, jetzt sind die mir zuvor gekommen, die netten Franzosen. Was kann ich denn hier mal machen? Was hilft mir noch? Nur Level 1. Warum sind denn die so mies? Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt nachschauen? Die Tradition. Tja, das haben wir leider noch nicht. Immer noch ein Stückchen von weg. Vereinigt die Heimatregion. So, wenn der raus ist. Also, jetzt wollen wir mal gucken. 1,5 ist es nur noch gut. Also, Inflation könnte man gucken, ob man die versucht zu senken. Oh, jetzt geht es ins Negative. Das ist ja ganz großes Kino. Korruption. Unterhalt Armee. 5%. Schon sind wir wieder positiv. Aber hier kann man auch bald aufs nächste gehen. Versorgungslimit. Wir sind mit der Wende da bitte an einem Limit. Klar, wenn das 8 kostet, dann ist es kein Wunder. Neuen Rivalen bestimmen, bis mich verkohlen. So, also jetzt haben wir hier eine fette Armee, die jetzt. Schiffe könnten wir natürlich noch ein paar bauen, aber da haben wir keine. Mache ich das oder machen die das? Das mache ich. Thank you.
das sind jetzt. Jetzt fallen sie mit 16.000 in meinen Kolonien ein. Ach, hier Neugranada ist auch schon. Ist am Start. Die machen das schon. Ja, das müsste jetzt langsam mal hinkriegen. Französisch, Mexiko, wie viel hat. Ah, wobei, das würde ja dann auch mit in den Krieg eintreten, ne? Aktuell 14 und 7, das ist natürlich nichts. Das ist in der Tat sehr wenig. Und sonst haben die ja wahrscheinlich hier auch nicht nichts groß mehr. Die hier werden sich. Eieieiei. Florida 6, 5, 19, 11, 12, 24. Mit aller. Krieg mit denen, ne? Hat er sich da wenigstens jetzt was weggeschnappt? Ja gut, dafür stehen die jetzt halt auch hier, ne? Krieg ist nur nicht eingenommen. So, Prestige. Ja, damit. Mit wem habt ihr denn Krieg? Niemanden? Okay. Wie lange haben wir die Ansprüche noch? Bis 18, noch 10 Jahre. Gerade bei Frankreich nicht dabei. Die Thronstärken. Kriegsgrund. Neuen Norwegen. Was soll ich denn sagen? Ich bin ja mal hier der Oberimperialist gewesen. Das ist sowieso meine Insel hier unten. Das ist das Allerbeste. Die müssen wir ausbauen hier. Fette Festung.
bauen eine Kirche. Alles klar. Was hat das mit Prinzip zu tun, dass auch eine Kirche steht? Was wenn wir in England hätten, dann müssen wir hier rein. Och, sind wir schon wieder. Wir sind immer so unzufrieden. Jetzt kommen sie langsam und holen sie das alles zurück. Kriegen sie es nicht eingenommen oder was? Okay, das hat jetzt funktioniert. Kriegsgründe. Ey, vorher hast du nach Kriegsgründen gesucht. So, sind wir noch immer noch im Krieg? Ich habe in dem Krieg nichts gemacht. Ich saß hier und habe gewartet. Ist er dann mal vorbei? Da muss ich gucken, was Frankreich hier seine Großteil seiner Armee wieder zurück hat. Oder der macht da, der macht hier mit. Das ist natürlich auch was. Burgund. Ich kann ja wahrscheinlich nicht mehr Militär zu. Wird jetzt zu Florida. Oh, warte mal. Da verlieren wir halt ein bisschen diplomatische Macht. Gerne übernehmen und dann prügeln sie sich einfach nur drum. Jetzt sind wir wieder bei plus 20, krass. Warum? Jetzt haben wir hier noch einen, der meinen Hafen belagert. Also ich könnte natürlich jetzt mal mit denen hier rüber gehen, aber das ist natürlich mega gefährlich. Ich muss, kann ich mit Grund eine Staatsehe? Nee, ich glaube nicht, ne? Das wollen die nicht. Will ich mit denen überhaupt darüber? Hm. Also wie sieht's aus? Frankreich wäre immer noch nicht dabei. Warum nicht? Jetzt haben die zu viel Schulden, oder was? Frankreich hat 400 Schulden. Alter Schwede.
Gehen wir mal nach Russland und verbessern ein bisschen die Beziehung. Hier hatten wir eigentlich schon mal verbessert, aber... So, jetzt warten wir mal, ob Frankreich sich irgendwie noch in den Griff kriegt. Ich unterstütze jetzt trotzdem mal hier drüben ein bisschen. Wie gesagt, das hilft ja alles mir und meinen Ambitionen. So, Frankreich, habt das jetzt oder wie sieht's aus? Ich mache den Krieg noch. ...912 Schulden habt ihr jetzt. Oh, nationale Entscheidung. Wo kommt die denn her? Herrscher hat mehr als... Bedingungen beträgt weniger als 2%. Erhaltet 5 Prestige. Missionarstärke. Kosten, Technologie, minus 5%. Okay, Kassin erhält... Ja, ist ja nichts Schönes, das ist Sklaverei. Dann können wir das auch mal abschaffen. Ich meine, die 5%, puff. Kommen wir mit klar. 11, 21. Insgesamt auf dem 11. Platz. Ich habe noch nicht einmal irgendwo Sklaven gesehen oder gekauft. 6 Dukaten kostet es allein. Die sind aber auch picky. Ach, das sind jetzt wieder andere, ja. Sind jetzt aber ganz schön die wollen sich ja nicht in die Karten schauen lassen, die Eingeborenen, ne? Die wehren sich jetzt ganz schön gegen meine Mühlen. Das ist alles nur wegen mir. Das ist ja okay, wenn sie es beschädigen. Aber dann kann man immer noch was machen.
So, wie sieht's denn aus, Frankreich? Habt ihr euch... Soll ich dir 400 schenken oder was? Dann haben wir die bis 18 und 21, also wenigstens was. Jetzt müssen die erstmal die hier wegmachen und da kriegen sie... Uiuiui. Kaum noch Reserve, 88.000. Na, Frankreich, das ist nichts mit dir, huh? Wenn du so strugglest. Das wäre natürlich auch mal was, ne? Das wäre natürlich auch mal was. Warum kommen die nicht mit? Nur wegen Destabilisieren. Da bräuchte ich hier. Da bräuchte ich hier Ansprüche an den beiden, das ist ja cool. Habt ihr jetzt echt die eine Einheit da fertig gemacht? Vor allem, wie sie einfach mal 3000 Soldatenreserve da sich irgendwo herholen. Ihr zahlt uns doch monatlich schon gar nichts. Wollt ihr mich veralbern? Doch, macht ihr. Und die müsst ihr doch jetzt auch langsam mal wegkriegen hier. Warum macht ihr die nicht fertig? Könntet ihr schon längst 40.000 sind? So langsam wird's, oder wie? 48.000. Ja. Da kann man doch 17, 12. Da kann man doch langsam mit 60, Alter. Karibik. Übel. Achso, aber mit denen würde ich ja eh jetzt keinen Krieg anfangen. Wie sieht es bei euch jetzt hier aus? 8000 immer noch. Das ist okay. 17.000.
kommt denn das eigentlich alles auf einmal her? Da arbeitet Florida aber selber dran, ne? Also es ist ja natürlich dann irgendwann mal auch eine Option, Frankreich einfach mal anzugreifen. Die sind gerade ziemlich schwach. Immer noch nicht. Aber mit denen allein schaffe ich das nicht. Also ich brauche da Frankreich dazu. Das ist Fakt. Oder... Und Kirchenstaatgelder. Wir werden natürlich extrem stärker, ne? Dann machen wir doch mal. Bauen wir doch mal ein Spionagenetzwerk auf, weil hier wird ja nichts. Oh, Großbritannien würde mitkommen, aber von uns würde Österreich nicht mitkommen. Wenn Norwegen mitkommt. Warte mal, stopp. Ach so, gegen die treuer Verbündeter. Jetzt halten die meine ganzen Kolonien die ganze Zeit im... im Hamsterrad. Ich mach da wieder nichts, aber trotzdem. Da kommen sie. Das kriegt ihr doch bestimmt ohne mich und meine Kolonien hin. Nur mit meinen Kolonien hin, oder? Die dürften doch eigentlich kein Problem sein. Es geht halt jetzt runter, das ist echt nervig. Was kann ich denn machen, um diese... Zumutung versorgungslos. Das ist schon gar nicht mehr so viel. Suchen, dass British Louisiana da nicht so groß wird. Derzeitige, vor allem wie ich das. Oh ne, nicht der. Shit. Das ist nicht so
Das ist. Warum? Das kann doch nicht sein. Was geht der jagen? Ja, hoffentlich kriege ich einen Thronfolger, sonst wird das mega ätzend. Das wäre jetzt so kacke. Vor allem, der hatte so gute Werte, der Typ. Oh, wenn das jetzt hier an diesem blöden Thronfolger scheitert, dann kotze ich aber. Das kann ich jetzt aber nicht nehmen. Okay. Das müssen die doch mit Norwegen zusammen hinkriegen, oder? Kriegsstand 6%. Wie kann das hier so einer gegen 5 gerade so verloren? Sollte ich den Florida erobern wollen? Das sind meine Leute. Ah, das Spiel. Mir spielt. Oh nein, das ist viel zu spät. Wieso ist es denn jetzt? Interessant, das sind nur noch 70. Sind wir nur noch bei einer Reserve von 11.000. Also, was würde denn passieren, wenn ich Frankreich angreife? Burgunder, Kirchenstaat und Geldern würden dazu kommen. Ich hätte gleich eine ziemlich hohe Kriegsmüdigkeit. Das heißt, ich müsste was investieren, um die runterzubringen. Das habe ich aktuell nicht. Müsste ich noch kurz warten. Ich könnte Dänemark dazu rufen. Ich könnte Österreich dazu rufen. Das würde mir extrem helfen. So, Frankreich selber hat 67.000 Einheiten und keine Reserve aktuell. Reserve hat der Kirchenstaat. Problem ist, ich würde Frankreich
Ich würde Frankreich als Verbündeten verlieren. Das heißt, wenn ich irgendwann mal die Idee hätte, hier reinzukrätschen, wäre Frankreich nicht dabei. Wenn ich die Idee hätte, hier nochmal reinzukrätschen, wäre das jetzt auch nur so ohne Frankreich. Und das wäre notwendig. Ich weiß halt nicht, wann die das mit ihrer Rekrutenreserve und den Schulden auf die Reihe bringen. Ach, hier ist Nuppe. Nuppe? Kostet einfach so viel, dieses Nachbessern. 6 Dukaten, ey. Ja, die haben hier oben eigentlich dann schon zu tun. Das müsste jetzt. Ne, geht nicht hoch. Ich hätte eher gedacht, das geht jetzt massiv nach oben. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Verwaltungswachstum. Können wir generell mal gucken, wie sieht es denn hier mit aus? Möglichst den ja, Adel. Ja, das kriege ich hin. Grundmannstärke irgendwo. Versorgungslimit. Ich check nicht so ganz, was es zu bedeuten hat. Weil eigentlich ist es doch alles im Rahmen. Wie sieht es denn eigentlich hier mit Frankreich ist schon 25, okay. Das ist aber nicht nett. Das ist noch gar nicht los hier, oder was? Ist aber auch cool, dass man das immer wieder probieren kann. Oh, jetzt sind wir bei 30. Müssten nicht länger eine Kernprovinz. Ach Gott. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Dass ich das dann nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Kriegsgrund mehr gegen Frankreich. Ey, Spiel. Na gut.
So, können wir jetzt dann wenigstens noch diesen Krieg hier führen? Ah, jetzt kommt keiner mehr mit. Okay, Österreich hat 2600 Schulden. Kämpfe in einem anderen Krieg. Kämpfe in einem anderen Krieg. Krieg ist weit weg. Alles klar. Passt. Die kämpfen schon wieder gegen die Inkas. Wen sollte ich wo fördern? Mache ich das die ganze Zeit? Ich fördere hier doch nur meine Leute. Das würde gar nichts bringen. Portugal ist so verbohrt mittlerweile. Nehme ich da lieber das Prestige. Geil, besteuert es. Das finden wir jetzt aber nicht so gut. Sünde des Fleisches. Naja, vergib mir, Herr, wir sind nicht. Passt schon. Hat hier irgendwie rumgeknabbert oder was? Können wir die nochmal ausbauen? Ich habe es jahrelang nicht gemacht und jetzt haben sie alle keinen Bock mehr, damit zu kämpfen. Nun verrat. Frankreich würde mitmachen. Alles klar. Was war denn das jetzt? Ich ging irgendwelche Aufständischen gekämpft, so als ist wenigstens Frankreich wieder mit dabei. Hm.
muss das jetzt nochmal hier. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Festungsstufe 7, Festungsstufe 8. Dass wir wenigstens mal eine Provinz wieder kriegen. Sind die mit Aragorn verbunden? Ey, das ist auch so eine richtige... Der bietet sich hier auch jedem an, oder? Portugal und Marokko. Aber Frankreich würde jetzt nicht kommen. Das wäre Selbstmord. Also Frankreich und Aragon sind anscheinend nicht mehr so dicke. Habe ich jetzt mal Nachfolger? Scheiße, immer noch nicht. Und jetzt schon 47. Das geht so krass schief. Ich sehe schon kommen. Das muss der auch auf die Jagd gehen, ey. Das muss doch echt nicht sein. Verteidiger des Glaubens. Glaubst du das selbst nicht? Würde echt Aragorn kommen. Jetzt hat Frankreich keinen Bock mehr. Aber selbst bei sowas hier zögere ich, ne? Das ist eigentlich ziemlich arm. Die haben uns beleidigt. Ja, kämpft mal gegen irgendwelche. Gegen irgendwelche Typis hier. Ja, und vor allem, was für ein guter. Mega gut.
ist ja gar keine richtig starke Festung. Norwegen. Die haben's gerochen. Ah, hier kann man einen hinsenden. Ja, Florida, du bist jetzt langsam groß, ne? Mach was draus. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das machst du noch nicht mit, so. Führe ich hier wenigstens noch mal Krieg und dann ist gut. Oh, dieses Rumgerenne hier an den... Oh, auch so ein Ding. Die Portugiesen etwa Probleme mit Aufständischen? Da muss man den immer hinterher rennen. Nicht. Kann man ja auch anscheinend nicht einfach auf die Armee einsetzen. Das wäre noch was Cooles. So. Wenn es hier wieder die Ansprüche verloren. Okay. Dann tun wir die mal wieder aufbauen. Das dauert ja ewig, bis die hier mal... Frieden
ins Angebot der Provence. Ich will eigentlich erstmal mit den anderen hier. Frieden schließen. So, was haben wir denn jetzt? Ach, das können wir jetzt schon fördern. Kostenkulturänderung. Alles klar. Kolonialreichweite. Handelseffizienz. Plus 2. Dann nehmen wir den doch. Eigentlich kann ich das lassen, ne? Verträge. Cool. Bekomme ich hier Zugang? Nee. Also nach Utrecht komme ich nicht. Können wir euch sowas drauf drücken oder? Macht ihr nichts mit, ne? Alles klar. Dann. Wir waren lange mit denen verbündet, aber können wir hier mal wieder. Kirchenstadt Provence, was haben sie denn so? Ich weiß halt, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Wie viele Schiffe habe ich hier? 13. Ich kann das nicht so richtig einschätzen, ob ich da jetzt stärker bin. Spontan hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Ich könnte generell mal meine Flotte ausbauen. Dann baue ich mal meine Flotte aus und dann haue ich da vielleicht noch mal rein. Und dann könnte es sogar sein, also ja, ihr könnt ja hier mal zurückkommen. Habt ihr gerade Krieg? Nee. Habt ihr gerade Krieg? Wieso rennt denn hier der Kirchenstaat wie aufgeschreckt rum? Salzburg, Augsburg, Baden. Okay, cool. Oder uncool. So, nächste Militärtechnik. Ganz cool. Ach, 22, 13 immer noch. Ja, noch nix weiter. Fünfhundertvierzehn, krass.